Nee, da unten war so. Also, ja, nee, war nichts. Okay. Das ist so witzig, wie wir alles einfach zerlegen in dieser Form. Das ist. Immer so OP, okay. Warum kann man das nicht dauerhaft beibehalten, ja, ey? So krass. Einfach so durchschnetzeln. No, 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 fühlt sich no, no, auch gut an. Die paar Goldmünzen lassen. Oh. Oh, guck mal, wie viel Geld du wieder hast. Ja, ich hab wieder Money. Sammelt's ein. Oh, Hallöchen. Oi. Guck mal, da hinten, hier. Wie sind Wikinger auf dem Silbertablett essen? Bei mir ist alles schwarz. Was? Ich sehe gar nichts. Ja, ich sehe nur so ein bisschen Lampen, aber ansonsten das Spiel komplett. Was ist? Kurz Pause und fortsetzt. Ist einfach komplett schwarz. Das Spiel. Ach, die letzte Cutscene hat sich das nicht aktualisiert. Ja. Was ist das denn? Dann hoffen wir mal auf eine nächste Cutscene. Ja. Ach. Hör doch auf, hier rumzukacken. Ich hoffe, jetzt hier sehr weg. Gut. Sammelt alles auf. Weggerockt, alles weggerockt. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, warum das Schwein da ist. Es ist. Oh. Verwirrt. Tabak. Okay. Siehst du das hier auch? Oh. Und eine Pinata. Jetzt. Okay. Cool. Zerschlage die hochhängende Pinata. Okay. Lol, was? Ernsthaft? Nature's Candy! Oh, yes, your reward! Here's some petrified fish guts. Sehr gut. So, ich töte oh, dich. Das schon wieder. Du tötest mich so rum. Ich stehe beim Schwein. Also, die fällt dir deine Waffe, ja? Jo, ist alles gut. Alles gut. Wenn jetzt doof gewesen wäre, wäre das halt die Chance gewesen, die auch so. Ja, wenn ich dich vertreffen würde. Das ist nicht so schlimm. Yeah! Wow! So geht's. What? Ja, wenn ich den Angriff durchziehe, weißt du, durchcasten kann, dann geht er immer voll ab. Aber den muss man halt durchcasten können. Krass. Ein unroter Schwertfisch verwandelt Gegner in Bomben! What? Okay, wenn ich jemanden in den Rücken steche, dann. Eigentlich okay. Haben die Schwertfische Dynamitenfischen erfunden. Interessant, hier erfährt man Dinge. So ist bei dir jetzt. Da kann ich den Gegner in den Rücken stechen, ja. Dann wird er zur Bombe. Ist jetzt hier alles irgendwie besser von der Sicht her? Es ist nicht besser, nein. Nein, das ist natürlich Kacke. Der Kinder. Das ist ein bisschen schade. Also, wenn ihr was sehen wollt, dann guckt ihr bei Franz. Ja. Party! Party! Konntest du schon mal irgendwelche Leute um Bomben verwandeln? Nee, ne? Weiß ich nicht, ich seh's. Geil, ich kann sehr gut dann gemacht. Hochheben und dann. Oh, der hat sich gerade eingegraben. Das war ein bisschen strange. Ich glaube, die ist einfach auf jeden Fall so weg. Aber die Würmer können halt nichts, wa? Nee. Die sind voll also lame. Der Einzige, der was konnte, ist. Aber die hier siehst du, oder? Die sehe ich, ja, die ist angeleuchtet durch die Disco-Kugel. Sexy, meinte ich. Also der Einzige, der was konnte, war tatsächlich dieser komische Skelettwurm oder so. Diese Pistole ist irgendwie OP. Ist jetzt ein bisschen hier heller links? Endlich. Ja, wenn wir hier fertig sind, müssen wir hier hinten nach links übrigens. Naja, geht schon. Nein, da ist der Klimmer. Genau, hier der Typ. Lass ihn explodieren! Ich kann ihn nicht hochheben. Oh, shit. Der ist dieser Angriff hier. Aber du musst ihn doch gar nicht hochheben. Damage. Musst du nur in den Rücken stecken. Ja, jetzt zum Beispiel. Oder so. So ist auch gut. Auf jeden Fall. Dead. Hier kommt noch. Genau. Da. Nimm's dir! Da ist doch sehr gut, sehr gut. Voll viel Geld. Und hier drüben, hier oben bei dem Schild, Crew Only, liegt auch noch was. Genau, hast alles. Sehr schön. Diese Würmer sind so lame, ey. Kein Wunder, dass die auf dem Kreuzfahrt Schlange rumgammeln. Ja, echt mal. Lower Deck. Lower Deck. Juhu. So low, Bro, so low. So viel Schaden? Wofür haben wir viel Geld auf bekommen? Auf jeden Fall. Uiuiuiuiuiuiui. Ich frage mich, wie lange das Spiel noch geht, wenn wir jetzt erst einen neuen Charakter gekriegt haben.
Ja, ich weiß auch nicht. Okay. Aber das ist habe ich in den Magen der Schlange. Ach so, und dann wahrscheinlich noch weiter nach Stuhlschiff. Oh mein Gott. Also entweder ist es der Stuhl oder das Schiff sieht wirklich aus wie ein Stuhl. Ich denke mal, das Schiff ist ein Stuhl. Willst du mal den Stranger nehmen? Ja, ich versuche ihn jetzt mal. Ich will ihn mal angucken. Was war das hier? Lässt beim Stromstoß zum der Messbetreut Wiederaufladung dauert etwas. Das werde ich auch nehmen. Ich nehme dann mal den einfach mal. Das würde ich auch weil nehmen. Weil nice und so. Was war das? Das war der Haken für Schild. Das war der Wurm am Haken, ja genau. So, ausrüsten, ja. So, und jetzt. Hier gab es eine neue Rune. Hier das. Krakenangriffe beschreibt Gegner außerdem mit Tinte. Läuft. Okay, cool. So, jetzt kannst du mal ausprobieren. Sehr gut. Hat das gut? Ja. Ist die aufgeladen? Ui! Du wirst halt immer zurückgekickt, ne? Wenn du schießt. Ja, das aber das, ansonsten, das, ich dann, da ich sowieso im Nahkampf bin, ist alles, glaube ich, ziemlich cool bei sowas. Und du durchschießt halt die Gegner. Mega. Das ist ganz ehrlich, die Waffe ist richtig krass hier. Alter, wie der abgeht, der Charakter voll. Ja, gut. Ne? Also der hat, glaube ich, den besten Range-Angriff, würde ich stark behaupten. Ja, definitiv. Also hier. Der könnte ganz cool mit Kra zusammenarbeiten. Krara. Hier, I can just save 3 out of 5 kids. Nobody will be mad. Was? Help! I've lost my troop. All of the kids are lost and maybe dead. Help! Okay. Der hat ernsthaft. Fantastic! You are now official members of Beaver Squad. Yeah. Okay. Follow me, Scouts. Remember, yeah? If you see something you think is poisonous, try it before you share it with the group. Nee, hier hinten geht's nicht weiter. Was denn? Was hat der ein. Er hat nicht ernsthaft hier unten mit Kindern eine Pfadfindergruppe in dem Magen von dem. Nee, ja. Hier ist ein Kind! Oh mein Gott, sind das Swords? The Handbook clearly states no knives over 1 meter long are allowed! Did you even read the Handbook? Alter, okay. Ich hatte so Streber, ey. Wie kommen wir die gerettet? Hier links. Die Links geht runter. Da von oben. Dings von oben. We're supposed to be using the buddy system, you fools! It's Viking Scout Rule 19241B! Whatever. Okay, hätten wir hier lang gemusst? Nee, war? Das ging hier zurück. Das... Oh, okay. You must go slower than 10 kilometers per hour! Except for the purposes of getting down. Oh, hier unten. Hier vorne, hier ist ein Kind. Ja, warte mal, kommen wir hier zurück? Ah, hier lang. Ja, vielleicht. Ah. Du musst, glaube ich, irgendwie hinspringen. Hier so hinspringen. Ich hab mich hier reingeglitscht. Kannst du nicht mehr springen? Nee, ich stecke hinter den Texturen fest. Ah, okay, wir haben ihn gefunden. Warte, vielleicht kann ich dich... Mich irgendwie hochheben oder so? Probier's nicht mehr. Yo. Ja, danke. Oh mein Gott. Oh, ich habe das Kind hochgehoben. Deswegen haben wir das Kind alles. Okay. Klar. Sehr gut. Litchi, das ist einfach das manchmal, wirklich, manche Level oder manche Stellen sind echt schlimm. So verpackt. Oh Gott. Tentakelangriff! Oh Gott, ich werde gefressen. Mein Pops! Du bist da näher ran. Wow, die Schurden! Oh, das war nice. So, noch ein Drecksbalg und dann haben wir es geschafft. Gnömeswill, okay. Oh, da ist es. Ihr scheiß Drecksgnome. Also Gnome. Okay, ein paar Gnome sind schon ins Wasser gesprungen. Willst du mich verarschen? Boah, ist das unübersichtlich hier. Warte mal. Hier rechts. Ja. Das Kind ja bestimmt. Oh, Gott sei Dank. Und was müssen wir jetzt machen? Müssen wir die jetzt zurückbringen? Ja, ich glaube schon.
Oh Gott. Nee, jetzt ist es wieder geklaut. Oh mein Gott. Diese Gnome irgendwie loswerden. Vielleicht können wir die ins Wasser schmeißen oder so. Wo ist es? Haben wir es immer noch nicht? Oh, nee, haben wir immer noch nicht. Versuch mal. So ein. Die Dinger. Oh. Mhm. Aber wie soll man denn die Gnome? Kann man doch gar nicht töten. Nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht müssen wir es zum Camp einfach zurücktragen. Wäre natürlich voll ätzend. Warte mal, wo ist denn das Kind? Hier rechts. Links, meine ich. Welches von denen das ist. Ich hab's. Du hast sie. Okay, jetzt gehen wir einfach. Wie behindert, ey. Jetzt müssen wir das echt zurückbringen, oder was? Was ist denn das denn für eine Bescheuerte? Warte mal kurz. Ja, wir bringen es einfach zurück. Das wird schon irgendwie klappen. Oh, warte kurz. Ich glaube hier... Ja, das Kind kommt nicht mehr. Gut. Was ist mit dem Kind falsch? Die kann man, die Gnome kann man schließlich nicht töten. Nee, ja genau. Das Kind, ja, das Kind. Die restlichen Kinder kommen, glaube ich, mitgelaufen. Ja, oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Danke. I want to give you a reward. Knotenschwert. Here we go. It's a pretty good sword. Hooray! Yeah, ein Knotenschwert. Willst du mich verarschen? Na gut. Auto-Attack spammen. Ich treffe dich nicht, du triffst mich nicht. Ja doch, du hast mich gerade getroffen. Ich weiß aber nicht wie. Oh, ich verprügel dich jetzt einfach. Runtergefallen. Ah! Kann ich nicht mehr. Ist nicht so schlimm. Kann der eigentlich für eine Spezialattacke? Was? Spezialattacke, da springt er doch. Da springt er doch an einen Punkt. Genau. Das macht ganz schön Schaden. Okay. Ja, dann kannst du mich auch töten, glaube ich. Ja, dann bleibe ich einfach hier stehen, dann geht das schnell, genau. Weil hier geht's irgendwie... Das geht schnell rum, das letzte ist total egal, ob du es ist vorbei, ey. Dann bringst du deine Freunde auf Trab, zumindest ich würde die Beine in die Hand nehmen, wenn mein Freund anfangen würde, Schwerter zu schwingen. Na gut, du hast jetzt wahrscheinlich das bekackteste Schwert auf ganz Welt. Warte mal. Irgendwas? Ich keine Ahnung, was das macht. Komm einfach mit. Oh, vielleicht kann ich, Moment, lass mich mal runter, wenn ich dich hochhebe damit. Irgendwie cooler damit? Bin du schneller? Ich weiß nicht, so generell könntest du schneller sein? Nee. Ja, weiß ich nicht. Ihr kleine behinderten Arschgeigen! Ja, ihr seid echt scheiße. Warte mal, wo geht's denn lang? Hier unten? Nee. Ich weiß nicht, hier war die Truhe. Ich glaube, wir müssen da rüberspringen. Nee. Cool. Das ist interessant, okay. Hier, Engine Room. Wahrscheinlich zum Engine Room, oder? Hier lang? Das kann doch gar nicht. Hier oben. Nee, da geht's nicht lang. Gnomes Village, ja, das war's. Und dann. Und hier geht's ja nicht weiter, deswegen lass mal zum Engine Room nochmal. Nochmal zurück den Weg und halt nicht unten lang zu den doofen Pfadfindern. Die ist echt. Die sollten sterben, sondern hier oben, ja. Jetzt ehrlich, sollen wir nicht Pfadfinder-Camping machen? Ich weiß nicht, was geht bei denen im Kopf falsch, dass die hier sich ein Zeltlager aufbauen und Pfadfinder spielen. Oh Gott, was. Hä? Das kann doch nicht normal sein. Hä? Wo sind ich wir? Weiß nicht. Crew only? Ja, okay. Wie kamen wir raus? Das ist der Anfang vom Level. Müssen wir ja irgendwo was entweder nicht getriggert haben, ein Event oder so? Ja. Hä, was ist das denn komisch? Hier hinten geht's nicht lang. Meine Pfadfinder unten? Da unten, oh. Ich bin schon runtergefahren. Oh, hier geht's nicht weiter und die Pfadfinder sind weg. Achso, das war ja nur das eine Camp. Genau. Na, okay. Hier geht's nicht weiter. Okay, dann hier links runter wieder. Weiß ich nicht. Engine Room. Doch, hier, Engine Room. Ja, Engine Room, ja. Dann müssen wir hier irgendwo weitergehen. Crew only? Das war hier unten. Ah, hier? Nee. Nee. Da war dann dieses eine Kind. Dieses eine Rotzvieh. Vielleicht hier hinten?
Oder meinst du hier? Nee, hier ging es auch nicht weiter. Nee, da sind die anderen Pfad. Okay. Ah, bei den Pfadfindern vielleicht weiter nach links.